Hallo, ich habe heute ein Video zu dem perfekten Messi-Dutt. Mich fragen immer ganz, ganz viele, wie ich meinen Dutt mache und ich habe irgendwann schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist allerdings schon etwas älter und ich dachte, ich zeige das Ganze jetzt einfach mal, wie ich es jetzt mache. Und ja, das ist so die Variante, wenn ich mal kein Duttkissen benutze, sondern ja eben einfach nur ein Haargummi und ein paar Bobbypins. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das Video euch irgendwie hilft. Und dann geht's jetzt auch schon los. Kennt ihr diese Morgen, an denen eure Haare einfach nicht so sitzen, wie ihr es gerne hättet? Mir persönlich geht es einfach so oft so und ich entscheide mich dann meistens einfach dazu, mir einen Dutt zu machen, weil es einfach wirklich schnell geht und natürlich auch super einfach. Ich fange dann einfach an, indem ich meine Haare nach hinten nehme und mir so rausstehende Strähnen etwas zurückkämme. Das Ganze muss natürlich nicht super ordentlich sein, weil es sich dabei ja um einen Messi-Dutt handelt. Und dann ziehe ich meine Haare einfach durch das Zopfgummi, aber nicht ganz so wie bei einem Pferdeschwanz, sondern eben nur zur Hälfte, dass da eben so eine Schlaufe entsteht. Und meine Spitzen stopfe ich dann einfach unten ins Haargummi, weil es bei mir eben durch die blonden Spitzen sehr auffällt. Und dann ziehe ich mir vorne einfach die Haare etwas raus, damit das Ganze etwas lockerer wirkt. Und ziehe den Zopf aber hinten immer wieder fest, damit er eben nicht zu lose wird. Und dann nehme ich einfach diese entstandene Schlaufe und packe die nach vorne. Sieht jetzt etwas lustig aus. Und ja, dann nehme ich eigentlich nur noch meine Bobbypins und drehe mir diese Haarsträhnen so zurecht, wie ich es eben gerade schön finde. Ich benutze da meistens auch nicht allzu viele, vielleicht so 3-4 Stück. Und stecke das Ganze eben so weit fest, dass das Ganze auch wirklich den ganzen Tag über hält. Und ja, dann zupfe ich eigentlich auch nur noch einzelne Strähnen raus. Am Vorderkopf lockere ich das Ganze etwas aus. Und auch am Dutt zupfe ich meistens noch ein bisschen rum, damit das Ganze eben etwas voluminöser ausschaut. Und ja, das war's dann schon zu dem Dutt. Wie gesagt, das Ganze geht eben super schnell, super einfach. Und dann kann man noch ein paar schöne Grimassen vor dem Spiegel ziehen. Und dann kann man eigentlich auch schon aus dem Haus gehen. Das war's auch schon zu dem Dutt-Video. Wie ihr sehen könnt, es geht super, super schnell und ist so, ja, die perfekte Alternative für offenes Haar, wenn einfach die Haare nicht so sitzen, wie man es gerne möchte und sich nicht einfach nur einen Pferdeschwanz machen möchte. Ich finde immer, das sieht ganz cool aus. Ich mag das ganz gerne und es geht eben, wie gesagt, einfach super, super schnell. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass das Video euch gefallen hat und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Tschüss!